Juhu, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu In Sound Mind. Wir spielen dort weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ich möchte aber noch etwas, mir ein paar Pillen einschmeißen, damit ich ein bisschen mehr HP habe. Eins. Tastes like cough syrup. Zwei. Es schmeckt wie Hustensaft, lustig. Und dann nehme ich die zwei auch wieder auf. Haha, jawohl. Okay, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Hier liegen auch noch Pillen rum. Da geht es ja nicht weiter. Hier sehe ich noch was. Da sehe ich noch was, da könnten wir durch. Hier liegt noch Loot. Eine Pille. Oh nein, schon wieder diese ekligen Viecher. Naja, hilft ja alles nichts. Das ging noch ganz gut. Kommen wir hier durch? Ne, glaube ich nicht. Oder doch? Dann hat der Stier jetzt grüne Augen. Aber wo geht's hier weiter? Wo ist der Steinbruch? Boah, wo geht's denn hier weiter? Hier könnte ich nicht sein. Hier könnte ich richtig sein, aber hier kommt man auch nicht durch. Oder?
kommt der Stier hier durch? Ich werf da mal eine Pille hin. Kaum noch Munition. Da ist er. Oh ja, doch, hier kann man durch. Mr. Nigard, ich weiß, dass Sie gelegentlich hier draußen rauchen. Aber es ist meine Pflicht als Sicherheitsbeauftragter, Sie darüber zu informieren, dass das Rauchen im gesamten Steinbruch untersagt ist. Selbst an schwer erreichbaren Stellen. An Ihrer Stelle würde ich nicht dafür verantwortlich sein wollen, wenn die ganze Anlage in Flammen aufgeht. Ein einziger vergessener Zigarettenstummel reicht schon. Wegen Ihrer häuslichen Situation habe ich bisher ein Auge zugedrückt, aber ich will Sie nicht noch einmal hier erwischen. Bob. Okay, hier liegen ja reichlich Pillen, dann snacke ich mir einfach mal ein paar rein. Tastes like chicken. Schmeckt wie Hühnchen. Schmeckt immer anders irgendwie. Okay, mehr geht nicht. Ja, hier geht's ja auch nicht weiter, oder? Da kann man hier ja noch irgendwo hin. Nein. Hier muss es ja irgendwas geben. Das ist ein Riesengebiet, aber nichts. Weiter. Ich bin noch hier im Steinbruch. Too much for one man. Wenn ich ihm eine Pille gebe, dann lässt er mich erstmal in Ruhe. Dann leuchten seine Augen auch grün. Vielleicht ja doch hier durch.
Ja, klar, doch dadurch. Ah, also. Was hier? Mr. Hill, ich muss wohl nicht mehr auf den gestrigen Zwischenfall mit ...... eingehen. Was geschehen ist, ist geschehen. Die Show muss weitergehen und wir alle haben unsere Rollen zu spielen. Mann, hör auf, ich bin hier gerade am Lesen. Was soll denn das? Hier durch, hier kommt er nicht durch. Pumpenwerk. Hallo, ist da wieder der Verrückte? All this for what? You're very much alike, you and Max. Your priorities are all jumbled up. All you had to do was stay away. This whole situation is draining. Well, you wave the red flag, El Matador. You deal with this bull. Keine Munition, ich wollte gerade nachladen, aber... Oh, oh, ganz schön langer Text. Kolumne von Janis Rex. Am Dienstag schloss der Minussteinbruch zum letzten Mal seine Tore. Meyer Pharmaceuticals, amerikanischer Marktriese auf dem Sektor der Medizin und Wissenschaft, hat Berichten zufolge das gesamte Steinbruchgelände sowie weiteres Umland aufgekauft. Der geplante Umbau der alten Fabrik in ein schickes neues Verteilungszentrum beginnt in 2 Monaten. Wir sind schon sehr aufgeregt, so Mr. Stephen Hill von Meyer. Milton Haven liegt uns sehr am Herzen und wir sind stolz, unseren Teil beizutragen, indem wir Arbeitsplätze für die Menschen dieser wunderbaren Stadt schaffen. Wir können es kaum erwarten, Teil der Familie zu werden. Der historische Steinbruch, der jahrzehntelang im Besitz der Minus-Kooperation war und von ihr betrieben wurde, diente hauptsächlich dem Abbau von Silber und Blei und bildete die Einkommensgrundlage für viele Bewohner Milton Heavens. Doch aufgrund des immer geringeren Ertrags im Laufe der vergangenen 10 Jahre war der Minus-Steinbruch gezwungen, seinen Betrieb zu optimieren und einen Großteil der Belegschaft aus dem Steinbruch selbst, der Verarbeitungsanlage sowie dem angrenzenden Kraftwerk zu entlassen. Meyer hatte eingegriffen und Minus gerettet, erzählt Bob, einer der wenigen Angestellten, der zum Zeitpunkt des Aufkaufs noch auf dem Gelände des Steinbruchs arbeitete. Ich habe nichts dagegen. Solange wir uns nicht ins Steinalter zurückbomben, wird es immer Bedarf an Wachleuten geben. Okay, 6. November 96. Der Stier, der eskaliert da draußen richtig. Schneiden wir noch Pillen rein. Okidoki, hier ist ein Schalterchen. Oh, das war ja easy. Ich dachte schon, ich muss hier wieder Mikrochips installieren. Oh, okay, hier läuft das Wasser jetzt runter. Oder ab. Mann, hör auf. Hier ist der Steinbruch. Ich hole schon mal die Pillen raus. Ich habe ihm eine Pille gegeben, jetzt ist er ganz lieb. Aber was soll ich jetzt tun? Da hinten ist ein Gebäude. Oder ein Eingang oder sowas. Oder eine kleine Hütte. Ach, hier kann man noch mal dran drehen.
Nimm eine Pille und sei lieb. Läuft dir wieder Wasser ab. Ich brauche mehr Pillen. Liegen hier irgendwo Pillen? Jetzt wieder Sonne. Oh, 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 oh. Nimm eine Pille. Okay, hier läuft wieder Wasser ab. Zwinge den Stier. Easy. I gotta hit him where it hurts. Ich muss da treffen, wo es wehtut. Okay. Maybe if I lure him into ramming one of those pillars. Okay, die Säulen rammen. I don't care about your business. I care about your life. Ach, okay, ich muss die Pillen hier reinschmeißen. Damit er die rammt. I'm trying to help you. Okay, das klappt. Das klappt. Breaking, exposing him. Die ist unten, die ist auch unten, die hier noch. Ja, komm. Und jetzt noch hier. I have to calm him down somehow. He seems receptive to these lure pills. I need to get this out. If I can throw these lure pills into the exposed parts, I can calm the man inside the machine. Yeah, Pille. Come. Parts of him are exposed. These pills seem to work. Ja, wo soll ich denn die Pille hinwerfen? The pills calm him down. It's working. Kann ich hier den Anhänger befestigen? Wow. Schön krasse Story. Das war doch dieser Pickup, der in der Garage stand, der nicht fahrbereit war. Wo das Loch in der Garage zugespachtelt wurde. Was ist das?
Meine süße Madison, ich weiß, dass ich nicht der beste Vater war, den ein Mädchen sich wünschen kann. Ich habe Fehler, so viele, als dass ich sie zählen könnte, aber ich habe immer nur das Beste für dich gewollt. Bitte glaube nicht, dass ich dich weniger lieb habe, nur weil das Gericht einen Fehler gemacht und zugelassen hat, dass deine Mutter dich mir wegnimmt. Ich werde einen Weg finden, unsere Familie wieder zu vereinen. Mein neuer Therapeut sagt, die Wahrheit auszusprechen heilt. Hier ist die Wahrheit. Ich vermisse dich an jedem Tag, an dem ich nicht bei dir bin. Du bist mein Ein und Alles. Alles Liebe, Dad. Ist schon eine krasse Story. Das ganze Spiel lang, das geht echt unter die Haut. Finde ich echt gut. Nochmal einen dicken, fetten Kuss an die Entwickler. Falls sie das überhaupt jemals hier mitbekommen sollten. Wo geht's denn jetzt weiter? It's okay. She will always be your daughter. You will always be her dad. Max tried to fight back and died for it. Your death won't be in vain. Thank you for leading me here. Geh nach Hause, es wird gespeichert. So, und weil es jetzt so spannend wurde und hier gespeichert wurde, werde ich den Weg nach Hause gehen. In der nächsten Folge. Damit es spannend bleibt und ihr auch wiederkommt. Hier auf meinem kleinen, bescheidenen YouTube-Kanal. Ihr könnt gerne kostenlos abonnieren, mega fettigen Daumen nach oben da lassen und auch gerne kommentieren. Sag ich immer wieder, tut's. Es ist einfach kostenlos und es erfreut mein Herz. Vielen lieben Dank. Ich küsse euer Herz. Bis zum nächsten Mal. Johnny Fettfinger. Ciao, ciao.